Ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit. Zeit für die gute alte Ostbrasse. Ostbrassenangeln scheint in den letzten Tagen mal wieder so richtig gut zu laufen. Und gestern noch hieß es, es gibt da wieder eine neue Stelle. Probier doch mal aus, so roundabout 50, 60, 112, 113. Also irgendwo hier in diesem Bereich. Und ich habe mir meine Winkelpickerruten geschnappt. Hab da Sechserhaken dran geklatscht. Knoblauchteig und normale Brassenmische. Ja, und jetzt warte ich die Nacht ab. Also, wir haben es jetzt mittlerweile kurz vor 9. Es wird langsam dunkler. Die Laternen habe ich schon mal aufgestellt. Und die Ostbrassen können kommen. Es kann langsam losgehen. Gerade so beim Einstellen von allen Sachen hatte ich jetzt gerade... Wow, dein Ernst. Hatte ich jetzt gerade schon zwei Ostbrassen dran. Immerhin um ein Kilo herum. Ich habe gerade erst gesehen, dass ich ein relativ dickes Vorfach habe. 17 Kilo Vorfach ist schon etwas massiv. Ich gehe mal entspannt runter auf 9,7. 15 Meter ungefähr weit ausgeworfen mit der ganz normalen Brassenmische. Beides mal nichts dran. Ich meine, das mit dem dicken Vorfach ist natürlich entspannt, ne? Beziehungsweise hier nochmal schnell. Vorfach ist ja reduziert. Weniger Tragfähigkeit. Also machen wir hier die Bremse erstmal runter. Und dann stelle ich die gleich nochmal entsprechend ein. So. Klassisch ist die Brasse natürlich, ob es die Brasse ist oder die Ostbrasse, ist die natürlich nachtaktiv. Deutlich aktiver in der Nacht, sagen wir es mal so. Und man fängt in der Nacht auch die deutlich größeren Ostbrassen. Ich war jetzt schon so lang nicht mehr Ostbrassen angeln, beziehungsweise Brassen im Allgemeinen, weil ich aber auch recht lang nicht mehr am Achtuber war. Mann, monatelang. Und ich freue mich. Also wenn das jetzt hier gleich so abgeht, freue ich mich drauf. Ein bisschen auf Frequenz. Ein Fisch, der ganz vernünftig Silber bringt. Und bei den Unmaßigen ist es ja so, dass man da dann sehr gut eben auch Fischfetzen draus machen kann. Unmaßig um 500 Gramm einfach direkt zu Fischfetzen verarbeiten. Da bin ich mittlerweile auch relativ knapp mit. Was haben wir denn hier? Das sieht auch wieder unmaßig aus, ja. Ui, was ist das denn? Eine Muschel! Nehmen wir mit. Nehmen wir doch mit. Aber ich nutze die Chance und ende auch hier das Vorfach auf 9,7. Ich glaube, das genügt. Brassenmische. Ja, Monoschnur drauf. Ab dafür. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich die Bremsen so hochziehen kann. Ich dachte, ich habe die Tagaras drauf. Das sind ja nur die Proton. Aber lübt. Doch, hier ist die Tagara drauf. Ah. Was habe ich denn gemacht hier? Hier ist auch nur die Proton. Alter. Ja, läuft. Mal eben schnell zusammengebastelt und dann wundern, dass sich da unterschiedliche Rollen dran befinden. Naja, so schwer wird der Fisch ja nicht. Das heißt, auch mit der Proton kriegt man das ja alles schön ausgebremst. Aber vom Gefühl her... So richtig der Burner ist es noch nicht.
Vielleicht nimmt man einfach auch mal ein bisschen oder eine spezielle Futtermische zusammen machen. Könnte man auch machen. Guck mal, der Aki schreibt hier gerade. Boili geht auch. Knoblauch-Chili-Boili. Teste ich doch gleich mal. Zum Knoblauchteig. Siehst du, und jetzt geht's los. Jawohl. 22 Uhr. Ab geht it. Zack. Jawohl. Schönes Ding. Und ab geht it. Sehr gut. Und die nächste. Jawohl. So, das ist Brassenangeln. So lübt das. Und so soll das auch gehen. Ey. Perfekt. Schön eine nach der anderen hier. Eppa. 2,2 Kilo. Krass. So, machen wir hier mal den... Achso. Auch noch mal das Vorfach ändern eben. 9,7er Vorfach, 6er Hook und Knoblauch Chili als 12er, als 16 habe ich es hier. Ja. Oder als, komm, nehmen wir 12er. Knoblauch Chili Boili zur Brassenmische. Wobei ich keine Brassenmische habe. Speziell mit Knoblaucharomatik. Aber gucken wir mal. Hauptsache es lübt und ich kriege den Kescher voll. Alles maßige Fische. Der Rest wird verhackstückt. Von der Position nochmal hier. 58, 59, 113, 114. Also, auf der Map hier oben an dem Schniepi einmal hier rumgebrettert mit dem Boot und dann hier angelandet oder ne, wo auch immer kurz hier rangebrettert und quasi hinter der ersten Kurve geht es los. War einer der ersten Brassenspots, wo der Fisch, wo das Gewässer rauskam. Genau. Zack. Und da ist der Biss auf dem Boili. 2,2 Kilo nahezu. Gucken wir nochmal gerade rein. Eine spezielle tiefe Stelle gibt es hier nicht. Das heißt, einfach reinballern. 15 Meter weit habe ich jetzt eingestellt. 800 Gramm, jawohl, passt noch. Auf dem Boili. Vielleicht mache ich doch gleich mal einen 16er Boili dran. Vielleicht bringt der dicke Boili einfach dann auch die dickeren Fische. Trophy Egg. Fände ich irgendwie fair. Ich mache hier nochmal einen 16er Boili drauf. Wobei... Nee, das ist hier die... Nee, doch. Die schwächste Rolle gerade. Das. 9, irgendwas. Genug Schnur drauf. Okay. 16er Boili. Knoblauch Chili. So. Ich habe 20 Gramm Körbchen nur dran. Hier zuppelt es gerade. Und dabei ist das. 20 Gramm Körbchen habe ich nur dran. Deswegen, wenn ich jetzt auf 50% auswerfen mache, fliegt es nicht wirklich weit. Die können wir gleich zerhackstücken. 500 Gramm, unmaßig. Fischfetzen. Sehr gut, endlich wieder. Aber auch hier... Ah, warte mal, Futtermische. Mal eben wieder nachlegen. Brassenmische. Beziehungsweise auch hier mache ich jetzt nochmal den dickeren Boili drauf. 12er Boili ist ein bisschen klein, ey. Oder? Für so eine gefräßige Brasse? Algen? Da geht doch was.
Tja, jetzt die große Frage. Knoblauchteig versus Chili-Knoblauch-Boili. Es gibt doch noch einen anderen Boili, fällt mir gerade ein. Gab es nicht noch einen Boili, der so eine orangene Packung hatte? Oh, 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 Biss, es ruckelt. Ja. Unmaßig. 700 Gramm Fischfetzen. Fischfetzen. Und gucken wir mal eben nach hier. Knoblauch. Einfach nur Knoblauch. Genau. Einfach nur Knoblauch 12 nehme ich mal. Ballern wir den mal raus. So. Aber tatsächlich bisher nicht die erhoffte große Frequenz auf den Boilies, ne? Das sind jetzt beides 16er Boilies. Vielleicht doch eher den 12er Boili. Oder einfach beim Knoblauchteig bleiben. Zack. Alter, angel doch einfach auf den Knoblauchteig und gut ist. Bis. Bam. Oder auf den Knoblauchboili. Mhm. Gerade so maßig, okay, immerhin. Gerade so maßig. Ändern wir das nochmal eben fürs gleiche Feeling. Ich gehe nochmal auf den 12er Boili hier. Futtermische ist noch dran. Stopp. Bremse nochmal eben einstellen. Jetzt ist es ja überall die Tagara. Erstmal die Bremse locker auf 10. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, die Boilies, die sind so ein bisschen schwierig, ey. Also es funktioniert mit den Boilies, aber es dauert zu lang. Und ich habe mal wieder auf gute alte Köder zurückgegriffen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal getestet mit Mistwurm. Einfach mal neu bestückt die Routen. Mistwurm, dann nochmal den Vergleichsköder Knoblauchteig und Erbsenbrei. Und auch hier auf dem Erbsenbrei war gerade schon ein guter Biss. Auf dem Mistwurm war jetzt gerade mit 910 Gramm. Und schon wieder Biss. Oder ich erhöhe das mal hier beim Mistwurm. Gerade so maßig. Ich nehme mal einen Tauwurm. Gucken wir mal, was anbeißt. Vielleicht geht ja was Größeres dran. Könnte abgehen. Schön auf feiner Montage. Oh, da geht es schon direkt weiter. Fallbiss, Hebebiss, zack. Auf Erbsenbrei auch wieder. Aber so gerade 950 Gramm. Mich wundert es gerade, ist die Montage so fein? 950 Gramm, dass das so hart in der Anzeige ist, wundert mich. Oh. Actionbar unten wird so doll angezeigt. Na, gucken wir nochmal. Und es zuppelt direkt jetzt hier
in den frühen Morgenstunden. Bam! Und da mal ein bisschen was Größeres dran. Richtig gut auf Erbsenbrei. Ich hatte gerade nochmal die Haken geändert. Sehr schön, 2,1. Ich habe die Haken geändert, vom 6er Haken auf den 4er Haken hochgegangen. Na, da hat es gebimmelt, wieder ausgeschlitzt. Komplett. Also hier jetzt Tauwurm. Da weiß ich noch gar nicht, was beißt. Gucken wir mal, was geht. 4er Haken Tauwurm, 4er Haken Knoblauchteig und 4er Haken Erbsenbrei. Alle drei Routen ein bisschen neu bestückt. Ja, hier geht's ab. Gucken wir mal, was es ist. Puh. Ich dachte ganz kurz, es wäre ein Wels. Uiuiui. Die gibt's ja auch noch. Schöner Wildkarpfen. Hui. Naja. Auch nicht schlecht. Nehme ich auch noch mit, ey. Ja. Eieiei. Schön. Auf Knoblauchteig auch. Für 900 Gramm. Tja, die Ostbrassen. Also Rennen ist was anderes. Rennen ist was anderes. Nichtsdestotrotz, man fängt hier Fische. Man kann sich schön entspannt hier mal hinstellen. Und wenn ich mir so den Chat betrachte, hier schon wieder 3,4 Kilo Ostbrasse. Ostbrasse, 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 Ostbrasse. Die Dudes, die stehen hier alle rum und angeln. Also man fängt Ostbrassen. Und wenn man Bock hat auf einen fetten Wildkarpfen, einfach mal einen Tauwurm reinballern. Kriegt man auch hin. Mann, Mann, Mann. So. Das soweit dazu. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Posi auf C5. Einfach da in Richtung Südwesten rausballern. Ich würde sagen, um es locker anzugehen, vielleicht ein 13er Vorfach lieber nehmen. 4er Haken und raus damit. Ob es der Knoblauchboili ist, der Knoblauch-Chili-Boili, der Knoblauchteig, Erbsenbrei oder der Mistwurm. Das waren bei mir jetzt die ganzen Köder, die alle, hui, die alle die Ostbrassen gezogen haben. 2,8. Schön, auf Knoblauchteig. Und einfach die normale Brassenmische genommen. Einfach die normale Brassenmische dran geklatscht. Und dann lüppt das schon irgendwie.